Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren For Honor Multiplayer Video. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, in den letzten Tagen war ein bisschen Pause mit For Honor. Ich habe, glaube ich, über eine Woche das Spiel auch nicht angehabt, habe mir die Zeit ein bisschen vertrieben mit South Park, hatte da echt meinen Spaß. Dann kam noch Episode 2 von Life is Strange, wo ich echt ein Fan von bin und mich da gefreut habe, dass es da endlich weitergeht. Und ich brauchte bei For Honor einfach mal wieder ein bisschen Abstand. Ab und zu tut es mal gut, wenn man so merkt, ist ein bisschen langweilig geworden im Spiel, gerade auch, weil jetzt hier ja Season 3 sozusagen jetzt in 2 Tagen jetzt auch vorbei ist, wo ich das hier aufnehme, das Video. Und am Ende einer Season geht es mir immer so bei For Honor, dass ich da einfach ein bisschen Abstand brauche, ein paar Tage mal einfach mal nicht spielen, das Spiel, und danach mal gucken, was man noch so machen könnte. Und das habe ich jetzt nämlich gemacht. Ich habe jetzt mal wieder Bock weiterzuspielen, weil es ist ja auch das Halloween-Event und ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe es runtergeladen, das Event und so, also den Patch. Ich habe aber noch nicht gezockt, weil ich, wie gesagt, in den letzten Tagen wenig Lust hatte. Aber ihr kennt das vielleicht selbst, ab und zu tut es mal gut, wenn man ein Spiel mal einige Tage lang einfach mal beiseite legt und das danach dann weiter zockt. Und ich habe mir so überlegt, was kann ich denn noch machen in For Honor? Und habe mir mal so meine Charaktere durchgeguckt. Und ich habe ja einige, die ich noch nicht so wirklich gespielt habe. Hier zum Beispiel Wächter Level 10. Wächter mag ich aber nicht. Dann die Friedenshüterin ist auch noch recht niedlich. Finde ich aber auch nicht so prickelnd. Genau wie der Gesetzesbringer auf Stufe 8. Das sind so alles Charaktere, die ich echt überhaupt nie so spiele. Ne? Also Level 8, 4 und Level 10. Das ist halt gar nichts. So, bei den Wikingern mag ich alle. Da habe ich auch schon alle, einige Ruhmstufen hochgespielt. Und bei den Samurai gibt es dann halt auch noch einige, die ich nicht so toll finde, wie hier der Shinobi zum Beispiel, den Kensei. Dann habe ich mir überlegt, so, um mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, einfach mal was spielen, was ich niedrig habe, auf kein Level. Und dann dachte ich mir hier, nehme ich mal den guten Shogoki. Ich habe irgendwie Bock auf Shogoki. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und so und dachte mir so, ja, cool, warum nicht? Warum den nicht auch mal spielen? Oder ich habe den Level 3. Ihr seht ja, er zählt ja zu den schweren Einheiten. Als einfach ist er hier eingestuft. Warum nicht mal einen einfachen Charakter spielen? Vielleicht komme ich damit ja zurecht. Einfach mal, um was anderes zu haben. Weil die anderen Charaktere habe ich ja alle schon als Video gebracht. Shogoki übrigens, noch nie als Video gekommen. Das ist jetzt das erste Video, was ich hier mit dem Shogoki dann machen werde. Level 3. Und ja, damit gehe ich jetzt mal rein in Duell. Und dann mal gucken, ob es gut getan hat, die paar Tage mal Pause zu machen, was For Honor angeht. Und jetzt hier einfach mal mit einem neuen Charakter reingehen ins Halloween-Event. Ich habe mir auch mit denen auch mal so eine Maske gekauft. Und dann mal gucken, wie ich mit denen so im 1 gegen 1 klarkomme. Und wenn ihr Spaß habt, da zuzuschauen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich gehe mal rein hier in die Spielersuche und dann suche ich mir mal hier einen Gegner aus. Da habe ich einen Gladiator gefunden. Selbstverständlich einen Gladiator. Die sind ja mittlerweile echt beliebt und stark, auch sehr stark. Eine gute Herausforderung für mich jetzt als Level 3 Shogoki. Tempelgarten wird gespielt und die neue Musik ist ja echt creepy. Also, oder strange. Stranger Things in Tempelgarten. Mit Stranger Musik. Ich muss natürlich gleich wieder einen harten Gladiator bekommen hier, ne? Wenn man mal was Neues ausprobieren will, bist du jetzt echt spät dran. So. Okay. Jo. Darf ich auch mal? Nein. Okay, klappt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich konnte nicht mal einmal schlagen, ey. Welches Level? Oh ja, der. Guck dir das mal an. Sein Gladiator ist Ruhm 12. Alles klar. Zweite Runde. Vielleicht darf ich dann auch mal was schlagen. Also sein Gladiator ist Ruhm 12. Mein Shogoki ist Level 3. Dankeschön. An das Matchmaking. Okay. Danke, dass er ausweichen wollte. Machen wir nochmal. Kopfnuss. Jawohl. Der Effekt ist geil. Ich habe mir so alle Effekte im Menü so angeguckt und finde die von den Samurai am besten.
weil man sieht da so die Seele des Gegners, wie sie so auf dich überfliegt. Und dann hört man im Hintergrund auch so ein Lachen. Und ich dachte, ey, das passt doch richtig gut zu dem... Ah, er schmeißt mich runter. Alles klar. Ja, hätte ich auch parieren können, ne? Bin ja selber schuld. So, jetzt müssten wir wieder beim Baum kämpfen. Naja, ich habe halt Pech, dass ich hier gerade so einen gut eingespielten Gladiator getroffen habe mit Ruhm 12. Da war die Spielersuche nicht gnädig mit mir. Aber der eine Kampf, den ich gewonnen habe, war gar nicht so schlecht. Jawohl. Bleibst du jetzt echt hinter der Wand stehen, oder was? Ah, diese scheiß Blutung. Ah, und dann war ich gegen die Wand. Naja, da kann man nichts machen. Ja, du musst dich jetzt freuen. Du hast einen Level 3er besiegt. Voll der krasse Übergladiator. Ruhm 12 gegen Level 3. Naja, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich fange gerade erst an mit dem Charakter. Wegen Netzwerkfehler nicht mehr in Party. Oh, das ist aber schade. Jetzt ist das Spiel wieder so laut, ne? Okay, nehmen wir hier mal die Punkte mit. Ich würde mal sagen, ich versuche nochmal einen anderen Gegner zu finden. Vielleicht kriege ich da nochmal einen niedrigeren, wo ich dann noch ein bisschen üben kann mit dem Shuguki. Also, gleich mal in die zweite Runde starten. Ich habe einen weiteren Gegner gefunden. Es ist ein Plünderer. Ruhm 30 vom Account her. Plünderer, ja, werde ich dann gleich das Level erst im Spiel sehen. Kann man jetzt nicht mehr nachschauen. Ach doch, kann man wieder nachschauen. Man kann wieder nachschauen. Ja, der ist aber auch Ruhm 14 mit dem Plünderer. Das ist auch, das kam auch wieder neu mit dem Patch. Da sieht man ja, ich bin Level 4. Einmal ein Level abgehabt. Yeah. Das ist halt, ne? Entweder du kannst die Charaktere. Oder du musst gegen Bots trainieren, wenn du einen neuen anfangen willst. Aber das finde ich langweilig. Hm. Alles klar. Und da bin ich nicht im Wasser. Ich hätte mich ja ins Wasser geschmissen. Was war das denn für ein Schrei? Ei! Habt ihr das gehört? Okay. Das Spiel meint es heute echt nicht gut mit mir. Ich kriege hier nur die dicken, hohen, eingespielten Freaks. Können wir wenigstens eine kleine Chance lassen? Ihr seht doch, dass ich Level 4 bin, oder? Nicht gleich so aggressiv draufgehen. So. Zweiter Versuch. Ja, pariert er auch noch. Nee. Ein bisschen Hilfe ist von denen nicht zu erwarten hier. Nee. Okay. Gegen den Gladiator hatte ich wenigstens noch eine Runde, die ich gewinnen konnte. Hier nicht. Round 3. Ach komm. Fliege ich runter? Jawohl. Schneller 3-0 Sieg hier für den Plünderer. Schade, das Runterfallen, naja, wäre ich nicht runtergefallen, wäre es vielleicht ein bisschen länger gewesen. Aber, naja, da habe ich keine Chance mit dem Shuguki. Ich muss mich erstmal einspielen. Und bevor jetzt wieder in die Kommentare geschrieben wird, ja, dann spiel doch gegen Bots, um dich einzuspielen. Nee, gegen Bots spielen nur Leute, die komplett dumm sind, glaube ich. So, naja, ich werde auf jeden Fall nochmal weiter gucken mit dem Shuguki. Es ist auf jeden Fall Zeit für was Neues. Es werden noch mehr Shuguki-Videos kommen. Ich werde ihn jetzt in nächster Zeit
ja, häufiger spielen, vielleicht auch im Livestream. Wenn ihr dieses Video seht, hab ich den wahrscheinlich gestern schon viel im Livestream gespielt und bin jetzt wahrscheinlich schon höher vom Level her. Naja, mal gucken, wie es hier weitergeht mit For Honor. Auf jeden Fall habe ich im Moment keinen Bock auf die anderen Charaktere, die ich so häufig schon als Video gespielt habe. Und auf die anderen kleinen Wächter, Friedenshüter und Gesetzesbringer habe ich auch keinen Bock und Kensei auch nicht. Nur der Shugoki, der ist mir noch so im Auge hängen geblieben jetzt gerade. Also danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao!